Heute zeige ich euch anhand der Husqvarna Wicking Deluxe Maschine, wie ihr die Maschine zu einer Stickmaschine bzw. zur Nähmaschine umbauen könnt. Denn es ist ja eine Kombimaschine, die man umbauen kann, je nachdem, was man benötigt. Ich zeige euch jetzt mal erstmal kurz, wie ich die Stickmaschine zur Nähmaschine umbaue und dann nochmal umgekehrt und dann sage ich noch ein paar Worte, für wen die Maschine geeignet ist. So wie es jetzt zusammengebaut ist, seht ihr das Stickmodul. Das ist der Schlitten und hier haben wir den Stickfuß dran. Und das Display sieht im Stickmodus auch anders aus als im Nähmodus. Hier kann man nämlich dann seine Stickmuster aufrufen und etliche Einstellungen machen. Hier geht man auf den Ordner und diese Muster habe ich jetzt hier auf dem Stick drauf. Hier an der Seite ist der Stick drin und dann kann man sein Stickmuster aufrufen. Dann sieht man hier, der Rahmen ist noch zu klein für das Stickmuster. Da muss ich einen größeren Rahmen auswählen. Jetzt müsste ich den Stickrahmen reinschieben und dann kann man noch das Muster verschieben oder andere Einstellungen machen und lossticken. Also so viel zum Stickmodus erstmal. Und jetzt baue ich die Maschine mal um in den Nähmodus. Im Lieferumfang enthalten war dieser Schraubenzieher. Mit dem kann man jetzt den Fuß abschrauben. Und das ist der Fuß, den ich immer nehme zum Nähen. Das ist ein Standardfuß. Man kann auch die Füße wechseln, indem man hier zieht. Aber das ist immer der Standardfuß erstmal. So, zum Abschrauben gibt es hier eine Schraube links. Die drehen wir einmal nach hinten. Die muss komplett abgeschraubt werden bei dieser Maschine. Dann nehmen wir den einmal runter, den Fuß, setzen den Nähfuß drauf und drehen die Schraube wieder ein. Dann muss noch der Schlitten abgenommen werden. Dazu gibt es hier eine Taste, hier unten, eine Taste. Diese Taste muss eingedrückt werden und dann könnt ihr den Schlitten einfach rausziehen. Ich hebe die Maschine dafür immer ein bisschen an. So. So, das ist das Stickaggregat, was dann einfach rausgezogen wird. Zum Anbringen des Stickaggregats gibt es hier diese Öffnung und die würde ich dann im Nähmodus schließen, damit kein Staub reinkommt. Die kann man einfach öffnen und schließen. Das Display ist jetzt noch im Stickmodus. Hier oben gibt es ein Symbol, das ist die Nähmaschine. Das müssen wir jetzt nochmal klicken. Und dann sind wir im Nähmodus und sehen die verschiedenen Stiche, die es gibt. Das ist jetzt hier Standard. Dann gibt es hier zum Beispiel Doppelstiche, Versäuberungsstiche, also diese Overlockstiche, verschiedene, also das sind zum Beispiel Knopflochstiche hier, Piktogrammstiche, Nostalgiestiche mit Muster, die sind auch immer ganz hübsch, Zierstiche, ja, da kann man sich kreativ austoben, da gibt es etliche Stiche, die man verwenden kann. Okay, so viel dazu erstmal. Jetzt das ganze Spiel nochmal zurück. Ich baue wieder zur Stickmaschine um. Einmal den Nähfuß rausnehmen. Stickfuß rein. Klappe auf. Dann nehme ich das Stickmodul, schiebe es wieder rein. Hier hebe ich immer ein bisschen hoch, bevor ich einraste. Jetzt rastet es ein und schon ist die Maschine wieder fertig umgebaut. Das dauert wirklich höchstens 2 Minuten. So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell man diese Maschine umbauen kann. Und die Maschine eignet sich eigentlich für alle, die nicht so einen großen Raum haben, für 2 Maschinen, also Näh- und Stickmaschine, beziehungsweise auch einfach nicht 2 Maschinen stehen haben wollen. Und man kann sich ja auch so einrichten, dass man, wenn man stickt, zum Beispiel alle Nähaufträge schon mal zurechtschneidet, dann umbaut und alles näht in einem Abwasch
oder umgekehrt. Ich habe mit dieser Maschine angefangen, beziehungsweise mit einer anderen Kombimaschine, der Bosser, weil ich auch noch eine alte Nähmaschine hatte. Die habe ich noch nebenbei stehen gehabt. Und wenn ich zum Beispiel mal eine Wendeöffnung zunehmen musste, dann habe ich einfach die alte genommen. Die hat dann auch noch völlig gereicht. Okay, so viel heute zum heutigen Sonntagsvideo. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen hoch. Und wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn gerne und denkt dran, die Glocke anzuklicken, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Bis zum nächsten Mal, eure Yvonne.